Und damit schmerzlich willkommen zu einem Video, was mir eigentlich persönlich sehr auf den Piss geht. Und zwar geht es heute ums Aufräumen. Bevor wir aber darüber sprechen, wollte ich euch mal kurz mein komplettes Interface zeigen. Sehr oft wird es gefragt im Stream, hey, warum ist denn dein Interface abgesägt? Warum kann ich nicht alles sehen? Das ist doch scheiße und so. Jetzt seht ihr das mal, wie das wäre, wenn es so wäre, wie es ist. Ja, das hat auch keiner verstanden, aber egal. So sieht mein Interface aus und im Normalfall habt ihr dann oben und unten einen schwarzen Balken. Ich demonstriere euch das mal so, wenn ich ein Video mache. Was natürlich, also ich weiß nicht, wie ihr das findet, ich finde, es sieht ein bisschen komisch aus. Allerdings ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ja? Mich stört's, ich finde es nicht gut, aber wenn ihr sagt, ihr wollt in Zukunft eher so die Videos, dann sagt mir mal, wie ihr es haben wollt. Ganz unten finde ich blöd, weil dann bin ich ja viel zu groß im Bild. Ganz oben macht eventuell Sinn. Dann kann ich hier an der Seite, wo es noch schwarz ist, eventuell das ganze Abo-Zeug etc. reinmachen. Ja, vom Stream halt. Und ja, ansonsten mache ich es einfach mittig und kann oben und unten ein bisschen was hinkrimskramsen. Und bin ich mal gespannt, was es sagt. So, jetzt geht es aber zum eigentlichen Video. Und zwar, viele von euch kennen das vielleicht. Man spielt sich so ein auf seinem Char, gerade bei einem Twink, das ist jetzt mein Twink, und man zockt und zockt und zockt und irgendwann mal hat sich das Interface so langsam fortgebildet. Ja? Es ist, wie soll ich sagen, hier sind Sachen in der Leiste, die ich gar nicht brauche, Sachen, die ich gar nicht nutze, dann sind Sachen doppelt in der Leiste, dann hier drüben, ich muss gerade mal hingucken, habe ich einfach halt auch Platz verschwendet und zum Beispiel hier fehlt Sprinten vom Wolf, die Wolfsgestalt habe ich hier. So lauter Sachen, wo ich halt eigentlich gar nicht so richtig so haben möchte. Und das Gleiche ist natürlich auch in den Taschen. Ich zeige euch das Ganze mal. Bumm. Meine Tasche ist immer voll. Ständig voll. Die ist nie leer, da ist nie Platz. Ich muss jedes Mal, wenn ich WordPress mache, irgendeinen Scheiß verkaufen. Das nervt. Und auf der Bank sieht es auch nicht besser aus. Ich kann gar nichts auf die Bank tun, weil hier alles voll ist. Hier habe ich, wie viel habe ich? 700, was sind es? Exordinäre Wurm zum Angeln, weil ihr wisst ja, ich mag Angeln. Und so ein Scheiß halt. Das brauche ich einfach nicht auf der Bank. Das kann ich bei meinem Bankjob auf die Gildenbank fetzen. Und ja, deswegen möchte ich heute ein bisschen Frühjahrsputz machen. Einfach, wie gesagt, um so ein bisschen frische Luft reinzukriegen. Und ich wollte euch das Ganze auch ja, wärmstens ans Herz legen. Mich jetzt mal tiefer legen. Wow. Wow. Entschuldigung. Ja, ihr seht, ich habe Spaß mit dem Interface. Ja, ich möchte auf jeden Fall euch das ans Herz legen, das auch mal zu machen. Geht da einfach her, nehmt alle Teile, alles komplette Interface und werft einfach mal alles raus. Ihr könnt dann auch mal Keybinds ändern. Wobei ich da sagen muss, bin ich echt zufrieden. Das habe ich jetzt mit einigen Chars gleich, diese Keybinds. Da stört mich das gar nicht. Aber ja, so mache ich jetzt mal wieder richtig Platz und kann mir Gedanken machen, wo ich welche Fähigkeiten hinziehe, was ich wann brauche. Und es tut einfach mal wieder gut, von Null anzufangen. Ich meine, ich verliere dadurch ja nicht mein Gear. Mit diesem Char raide ich jetzt auch nicht direkt heute Abend. Das heißt also, ich ja, habe nichts zu befürchten, dass jetzt irgendwas ja, daneben rausgeht, sag ich mal, oder dass ich jetzt schlecht performe in der nächsten Zeit. Sondern hier kann ich mir Zeit lassen, auch wenn es 2 Tage dauert, 3 Tage dauert, ist es völlig Wurst. Ja. Wie gesagt, ich mache das Ganze jetzt und dann zeige ich euch das Endergebnis. Könnt ihr sagen, wie ihr es findet oder keine Ahnung, Tipps, Tricks. Sind natürlich auch von euch immer gerne gesehen. Und ja, ansonsten wünsche ich den Leuten, die jetzt das Gleiche vorhaben, auf jeden Fall mal viel Erfolg. Denn das ist wirklich, ich sage immer so schön, ein Game Changer. Das macht es wirklich angenehmer. Und ihr werdet merken, dass man den Charakter, dass er einem dann wieder viel mehr Spaß macht, wenn man halt alles sauber hat und sich nicht immer erst aufregen muss, wie scheiße es denn aussieht. Ja, so, kleiner Cut. So Leute, es hat ein Weilchen gebraucht, aber ich habe es echt geschafft, jetzt wieder 200 freie Plätze zu haben. Ich kann hier noch einiges in die Bank legen, wenn ich möchte, will ich aber nicht. Es ist noch nicht perfekt, aber es ist auf jeden Fall mal viel mehr Platz. Vor allem habe ich jetzt beim WorldQuest und so 87 freie Taschenplätze. Das macht es natürlich enorm angenehmer.
Hier unten, das sind nur Platzhalter für Arena später. Ob ich das keybinde, weiß ich noch nicht, sonst kommen die auch noch weg. Und ja, ansonsten ist es jetzt mein Interface ein bisschen sauberer geworden. Manche würden jetzt sagen, ist blöd hier, dass hier so leere Stellen sind. Ich lasse das mal noch offen. Wie gesagt, so ein Interface ist ja ein wandelnder Platz, da ändert sich ja ständig was. Mal ist es sauber und dann kommt wieder was dazu und wieder was weg. Von dem her, ich lasse es mal so. Aber für mich persönlich macht es einfach angenehmer, da ein bisschen was dran zu ändern, dran zu schrauben und einfach mal wieder die Sichtweise hier zu ändern. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr macht es auch und macht mal einen kleinen Putz. Bin mal gespannt, wie es bei euch so aussieht. Ihr werdet mir sicher schreiben, ob ihr komplett verdreckte Taschen habt oder ob ihr im Gegensatz zu mir ein richtig sauberer Spieler seid, der nie irgendwas rumliegen hat und immer freie Plätze hat und alles gleich aufräumt, verzaubert, verkauft, was weiß ich, oder auf den Banktisch schickt. Ja, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.